Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Herr Wüst, was Sie immer ausblenden in Ihren Debatten, ist die Tatsache, dass es in Nordrhein-Westfalen durchaus einen Bedarf an nachhaltigen Geschäftsmodellen gibt. Und mittlerweile geht man davon aus, dass dieses Segment des Sozialunternehmertums oder auch der gemeinwohlorientierten Ökonomie durchaus eine nennenswerte Größenordnung erreicht hat. Und manche sprechen auch, dass wir bereits dabei sind, über 25% des Marktes zu reden. Und wir in Nordrhein-Westfalen nehmen unsere globale Verantwortung wahr, die wir haben. Und die öffentlichen Vergaben in Höhe von 50 Milliarden Euro, Herr Wüst, sind dabei ein starker Hebel. Und viele Kommunen haben sich bereits auf den Weg gemacht und vorbildliche Regelungen getroffen. Dortmund, Bonn sind an dieser Stelle beispielhaft zu nennen. Und Ziel ist und war es, die Vorgaben verbindlicher und transparenter zu machen. Und es darf und durfte kein Wettbewerbsnachteil entstehen. Es müssen gleiche verbindliche Regelungen für alle gelten. Und während aber mindestens 2 von 5 Fraktionen im Landtag über ihre Sonntagsreden hinaus nicht sagen, wie man solche Grundsätze hinsichtlich ökologischer, ökonomischer und sozialer Kriterien umsetzen kann in praktische Politik, haben wir diese Ziele umgesetzt und konkretisiert im Tariftreue- und Vergabegesetz. Und das Tariftreue- und Vergabegesetz ist also genau der richtige Schritt gewesen, diese Ziele zu etablieren. Und dies belegt auch das Ergebnis der Evaluierung, auf der der vorliegende Gesetzentwurf sich bezieht. Und ich möchte an dieser Stelle mit Erlaubnis der Präsidentin vielleicht ein etwas längeres Zitat aus dem Gutachten vorlesen, was Ihnen vielleicht, liebe CDU, an dieser Stelle nicht so ganz geschmeckt hat. Und zwar, ich zitiere, angesichts der bisher erreichten Zielbeiträge wird mit Blick auf die durch das Gesetz ausgelösten Erfüllungsaufwände aus Gutachtersicht ein angemessenes und positives, wenn auch schwach positives Aufwand-Nutzen-Verhältnis festgestellt. Und ferner, es ist zu erwarten, dass sich im Zeitverlauf ein verbessertes Aufwand-Nutzen-Verhältnis herstellen wird, wenn das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalens hinreichend Anwendung findet, Kontrollen stattfinden und sich zugleich Erfüllungsaufwände durch eine höhere Vertrautheit in den Unternehmen und Vergabestellen verringern. Um das noch mal deutlich zu sagen, der Nutzen des Gesetzes übersteigt bereits heute den damit verbundenen Aufwand und wird noch besser wirken, wenn es länger und konsequenter angewendet wird. Und wir sind uns sicher, mit der Novelle beiden Seiten gerecht geworden zu sein, nämlich der Wirtschaft und den öffentlichen Vergabestellen, die sich eine deutlich bessere Anwendbarkeit des Gesetzes gewünscht haben. Auch wenn wir im Vergleich zu anderen Bundesländern umfassende und verbindliche Regelungen haben, bleibt unsere Forderung auch als grüne Fraktion bestehen, die in der Rechtsverordnung konkret geregelten Ausführungsbestimmungen hinsichtlich Nachweis, Kontrolle und Transparenz zu verbessern. Und daher ist es für uns ist für uns die Einführung eines Siegels von großer Bedeutung, da es vergabetechnisch auch den bürokratischen Aufwand in zumutbaren Grenzen halten wird. Also bitte lassen Sie Ihren Sonntagsreden Taten folgen und stimmen Sie diesen Gesetzentwurf zu. Jetzt im Anschluss haben Sie die Gelegenheit, in Zukunft noch mal herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Balzheim. Für die FDP spricht